Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 11. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben gesehen, dass Menschen schwach sind und selbst ein Noah ist gefallen. So möchten wir dich bitten, auch wenn wir uns heute vielleicht schwach fühlen oder gefallen sind schon, dass du mit deiner Gnade uns umfängst und dass du durch dein Wort heute zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose 10 und mitten in dieser Völkertafel in Vers 16 bei den Nachkommen des Kanaan. Vers 16. Auch den Jebusiter, den Amoriter und den Girgasiter und den Heviter, den Akiter und den Siniter und den Avatiter, den Zemariter und den Hamatiter. Und danach breiteten sich die Sippen der Kananiter aus. Und das Gebiet der Kananiter erstreckte sich von Zidon an bis dahin, wo man von Gera nach Gaza kommt, nach Sodom und Gomorra, Adama und Seboim hin, bis nach Lascha. Das sind die Söhne Hams, nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. Auch Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpachshad, Lut und Aram und Arams Söhne Us, Hul, Geter und Marsch. Arpachshad aber zeugte Schelach und Schelach zeugte Heber. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan und Joktan zeugte Almodad, Shelef, Hazarmavet und Jerach, Hadoram, Usal und Dikla, Obal, Abimael und Sheba, Ophir, Havila und Jobab. Alle diese sind Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze erstreckten sich von Mesha an, bis man nach Sepha kommt, zum östlichen Gebirge. Das sind die Söhne Sems, nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. Das sind die Sippen der Söhne Noahs, nach ihrer Abstammung in ihren Völkern. Und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Gott hat ein Interesse an allen Völkern, nicht nur an dem Volk Israel, nicht nur an denen, die vielleicht am meisten in der Bibel vorkommen. Gott interessiert sich für alle Völker. Wenn ihr mal ein längeres Projekt in der Bibel machen wollt, dann schaut mal, wo in der Bibel Gott explizit sich zum Beispiel für Nicht-Israeliten interessiert, Menschen, Personengruppen, Völker von ihm besonders eingeladen werden, ihn kennenzulernen. Gott interessiert sich nicht nur für mich und für dich, er interessiert sich auch für all die anderen Menschen, ganz egal, welcher Hautfarbe, Kultur oder Sprache sie angehören. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Gott hatte gesagt, füllt die ganze Erde, seid fruchtbar, macht die ganze Erde euch untertan. Hier sehen wir schon wieder die Rebellion des Menschen, der Gottes Gebot nicht folgen möchte, lieber sich selbst berühmt machen möchte, so wie die Menschen vor der Sintflut. Das Problem der Sünde im Herz der Menschen war offensichtlich noch nicht gelöst und kann nur gelöst werden durch den einen, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und nur durch den Glauben an ihn kann das Herz verändert werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben, wohlan. Lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde. Sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Manchmal ärgern wir uns vielleicht über so Schwierigkeiten des alltäglichen Lebens, dass es verschiedene Sprachen gibt, die man mit Dolmetschern, mit Sprachenlernen überbrücken muss. Aber Gott macht ganz deutlich, einige dieser Schwierigkeiten sind dazu da, damit das Böse nicht sich so schnell ausbreitet. Manchmal können wir dankbar sein für so manche Schwierigkeiten, weil sie das Böse im Schach halten. Dies ist die Geschichte Sems. Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Arpachshad 2 Jahre nach der Flut.
Und nachdem Sem den Arpakshad gezeugt hatte, lebte er noch 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Arpakshad war 35 Jahre alt, als er den Schelach zeugte. Und nachdem Arpakshad den Schelach gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Schelach war 30 Jahre, als er den Heber zeugte. Und nachdem Schelach den Heber gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Heber war 34 Jahre alt, als er den Peleg zeugte. Und nachdem Peleg den Heber den Peleg gezeugt hatte, lebte er noch 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Peleg war 30 Jahre alt, als er den Regu zeugte. Und nachdem er Peleg den Regu gezeugt hatte, lebte er noch 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Gott hatte einen Plan, er hatte eine Heilslinie und er hat sehr genau darauf geachtet, dass jeder Einzelne in dieser Heilslinie auch in sein Buch eingeschrieben wird. Lieber Vater im Himmel, du kennst jeden Einzelnen von uns. Und wir möchten dich bitten, dass auch du darauf achtest, dass wir in dein Buch eingeschrieben sind. Herr, gib, dass wir nicht gegen dich rebellieren, so wie die Menschen damals bei Babel gegen dich rebelliert haben, sondern lass uns lernen, deinem Wort zu vertrauen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Thank you.